Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Ist das Spielzeugwelt. Ich habe heute für euch Knete. Also erstmal sage ich nochmal meinen Namen. Mein Name ist Isila und ich möchte heute euch Knete vorstellen. Hier sieht man alles, was man mit dieser Knete alles machen kann. Aus Versehen habe ich es auch ein bisschen vermischt mit anderen Knetfarben. Und ja, und jetzt starten wir mal einfach. Wir sind jetzt mit dem Auspacken fertig und ich zeige euch jetzt meine Tipps und Tricks, was ich so alles mit meiner Knete machen kann. Und wenn euch das Video jetzt gefällt und wenn ihr weitere Videos von meinem Kanal sehen wollt, dann gebt mir das mit einem Daumen nach oben. Und ja, jetzt fangen wir mal an. Als erstes habe ich hier noch ein Nudelholz. Aber als erstes schon fertig kriegen. Dann ist es besser, wenn ihr das so macht. So ein bisschen auseinander, dann wird das schneller gehen. Aber bevor ihr knetet, damit das nicht an euer Hemd oder Bluse kommt, aber besser die Hände einkrempeln, damit das nicht auf euch kommt, also auf euren Pullover oder Bluse. So, jetzt rollt ihr das so aus. Und wenn ihr es hier so am Anfang, so wie bei mir hier so in der Mitte so ein Ritz drin ist, könnt ihr das alles nochmal machen, also wie ich hier gerade. Dann könnt ihr ein bisschen schöner versuchen, aber ihr müsst es nicht. Aber ich mache es jetzt mal. An den Fingern geklebten Dingern, die müsst ihr dann so halt so machen. Das haben wir gerade irgendwie geguckt. Dann rollt ihr das ein und geht vielleicht nach unten oder ihr macht es so. Wenn eure Hände euch dreckig sind, während ihr so knetet, dann kann das ja auch manchmal kleben an den Fingern. Das ist nicht so schlimm. Das könnt ihr einfach nach dem Video wieder wegwischen und dann ist einfach alles wieder gut. So, und das Beste ist mit einer Knete, ihr nehmt euch erstmal ein Teil und bricht das ab, weil dann braucht ihr nicht die ganze Knete. Dann tut ihr halt die andere Hälfte wieder in die leere Schüssel und macht sie dann halt zu. Und legt ihn halt an die Seite, damit ihr wisst, dass ihr das dann wieder benutzt habt. Oder ich stelle sie einfach so wie ich wieder hier hin. So, und danach fangt ihr an, das zu einer Kugel zu rollen. Ihr könnt das auch mit dem Finger machen. Ich mache es jetzt mal auf den Tisch. Und jetzt legt ihr das so hier hin und macht ihr das so ein bisschen hier, also so ein bisschen so gerade und danach auch immer die andere Seite, immer so wechseln, so, dann so, dann mal so. Dann immer so abwechseln, aber immer so ein bisschen aufdrücken. Damit es auch eine runde Form wird. So besser ist es, so viel mehr könnt ihr dann auch immer wieder aufstechen. So besser das Video wird, kriegt man noch so viel Likes. Ich möchte noch andere Videos machen. Die werden bestimmt noch besser. Also, wenn ihr diese Knete habt und wenn ihr sie richtig ausgerollt habt, aber die muss mindestens, guckt. Und wenn ihr das so ausgerollt habt und hier unten, man kann das gleich wieder verbessern, dann sieht man, dass die andere Seite aber schön dünn ausrollen. Nämlich dann kann man das auch, mit diesen Ausstechdingern kann man, wenn diese Knete so, richtig glatt ist, das sieht man hier so an den Seiten. Hier. Ja, und da kann man halt besser so ausstechen. Okay, jetzt habe ich so mal ausgestochen. Okay, Leute, jetzt zeige ich euch mal diese Farben. Emrad hat sich fokussiert. Nein, das brauchst du nicht zu sagen. Ja. Und einfach so, sag nochmal, so Leute, jetzt zeige ich euch mal die Farben. Okay, Leute, jetzt zeige ich euch mal die Farben. Also, ich habe lila. Nicht mehr wieder zurück. Ich habe Pink, also nur das.
Guck mal Leute, das habe ich euch vergessen zu sagen. Hier drin, wenn man zum Beispiel hier. So Leute, jetzt müssen wir das mal wieder einkreisen, ja? Gleich geht's wieder miteinander weiter. So, und jetzt muss man hier das möglichst richtig dünn haben. Ich muss jetzt noch ein bisschen in der Mitte ein bisschen feiner, dünner machen. Okay, wenn ihr das jetzt ausgerollt habt, müsst ihr jetzt mal die Konsistenz hören. Ob diese Konsistenz nicht so gut ist, wie ihr es wollt, dann könnt ihr das normal machen. Aber wenn die Konsistenz gut ist, könnt ihr einfach normal weitermachen. Jetzt drehen wir es um. Und wenn ihr auch so welche Knete habt, schreibt es mal unten in die Kommentare. Wenn ihr auch so eine Knete habt. Alles an den Fingern. Okay, sowas reizt. Ich muss nicht richtig dünn, sonst bricht den nämlich ab. Sonst wird nichts. Und so, Leute, das klebt jetzt ein bisschen an den Nudelholz. So. Das können wir machen. Und so, Leute, jetzt könnt ihr es wieder fein hier hinlegen. Wenn ihr das alles dann gemacht habt, dann könnt ihr eine Form euch aussuchen. Dann drückt ihr die einfach aus. Ihr könnt so viel ausstechen, so viel ihr wollt. Ich steche jetzt mal zwei aus. Mehr passt auch nicht hin. Ihr müsst richtig aufpassen, damit dass die nicht reißen in der Mitte oder auf dem Kopf irgendwo.